selbst nur, hat sie deutliche Vorzüge vor meiner Zweitplatzierten der Katalog Nummer 101, die aber auch im Seitenbild sehr zu gefallen weiß. Ebenfalls eine Kuh mit sehr gutem Rippenabstand, mit einer schönen Rippentiefe, mit einem fest angesetzten Euter, insbesondere mit einem sehr festen Voreuter, einer schönen Beckenlagerung, hat sie Vorzüge vor meiner Drittplatzierten der Katalog Nummer 109 heute in der Kondition. Sie zeigt sich etwas feiner, sie zeigt sich etwas eleganter, sie zeigt sich weniger befleischt, sehr trocken im Skelett. Die 109 wiederum, aber eine sehr korrekte Kuh, auch mit hervorragender Beckenlagerung, sehr fest in der Oberlinie, einem sehr gut aufgehängten Euter. Sie hat zudem Vorzüge vor meiner Viertplatzierten der Katalog Nummer 102, insbesondere auch in der Vorhandbreite, in der Vorhandhöhe und auch in der Hinteräuteraufhängung. Die 102, meine dunkle Viertplatzierte, dann wiederum Vorzüge in der Kondition vor der 108, auch Vorzüge in der Euterfestigkeit, in der